Der größte Immobilienkonzern Deutschlands, Vonovia, hat ernsthafte Probleme und obwohl wir jetzt in den letzten Monaten beobachten konnten, dass sich der Aktienkurs wirklich sehr gut erholt hat, sind wir immer noch sehr weit von den Allzeithochs entfernt. Da stellt sich jetzt logischerweise die ganz große Frage, ist das jetzt der Turnaround des Jahres oder, wie viele es befürchten, steht noch die ganz große Pleite Vonovias bevor? Da ich dieses Jahr schon aufgrund von charttechnischen Signalen die Vonovia-Aktie kurzzeitig getradet hatte und viele von euch mich gefragt hatten, ob ich mich mal intensiver mit Vonovia beschäftigen könnte, gibt es heute einen Deep Dive. Das heißt, wir analysieren heute gemeinsam die Vonovia-Aktie. Dabei gehen wir zuallererst einmal auf die fundamentalen Daten ein. Wie sieht denn der aktuelle Stand aus? Was sind die aktuellen Probleme? Und warum ist der Aktienkurs so stark abgestraft worden? Alle Antworten dazu finden wir in der Bilanz von Vonovia. Danach gehen wir noch einmal auf die Zukunft ein. Also wie sehen denn die Prognosen der Experten zu Vonovia aus? Wo liegen die Chancen und die Risiken? Da werden wir noch gemeinsam eine Berechnung durchführen, bezugnehmend auf das Immobilienportfolio und die Verschuldung von Vonovia. Und zu guter Letzt werden wir uns gemeinsam noch einmal den Chart anschauen, denn da gibt es auch sehr wichtige Indikatoren, die uns dabei helfen können, die Preisbildung an den Aktienmärkten besser zu verstehen. Sollte dir also wie immer dieses Video weiterhelfen und gefallen, dann kannst du mich sehr, sehr gerne kostenlos unterstützen, einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du auch weiterhin up to date und wie immer kannst du natürlich auch gerne deine These und Meinung zu Vonovia unten in die Kommentare reinschreiben. So, dann lass uns doch keine weitere Zeit verschwenden. Du kannst es dir gerne schon mal gemütlich machen. Wir beginnen jetzt mit den fundamentalen Daten und werden uns Schritt für Schritt durcharbeiten. Auf jeden Fall ist es am Anfang sehr wichtig zu erwähnen, wenn man jetzt Vonovia und das Geschäft von Vonovia verstehen möchte, dann ist es extrem wichtig, sich auch intensiv mit dem Immobilienmarkt zu beschäftigen, denn das Kerngeschäft von Vonovia sind Immobilien. Und wie am Anfang des Videos schon erwähnt, Vonovia ist ein echter Immobilienriese und tatsächlich auch der größte Immobilienkonzern in Deutschland. Vonovia hat sogar über die letzten Jahre den einen oder anderen Konkurrenten übernommen und ist somit auch nicht nur zusätzlich gewachsen, sondern hat auch deutlich an Macht dazu gewonnen. Interessanterweise, wenn man sich jetzt die Immobilien von Vonovia anschaut, wird man feststellen, dass Vonovia nicht nur Immobilien in Deutschland besitzt, sondern auch zum Beispiel in Österreich oder auch in Schweden. Was für uns Investoren aber viel interessanter und viel wichtiger ist, sind natürlich die einzelnen Immobilien von Vonovia bzw. deren Lage. Und wenn man sich das mal anschaut, dann wird man erkennen, dass Vonovia hauptsächlich Immobilien in großen Städten, vor allem im Zentrum, besitzt. Daher konnte auch Vonovia in den letzten Jahren von diesem Trend, dass sehr viele Leute in die Städte, vor allem in Großstädte, ins Zentrum ziehen wollten, extrem profitieren. Und das erkennt man auch an sehr, sehr vielen Kennzahlen von Vonovia. Denn Vonovia konnte in den letzten Jahren nicht nur die Umsätze extrem steigern, sondern auch den sogenannten FFO, das heißt, um das vereinfacht mal auszudrücken, die Mieteinnahmen minus zum Beispiel die Finanzierungskosten und die Steuern, sowas wie Abschreibungen sind dort nicht enthalten, sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen. Wir konnten auch zum Beispiel sehen, dass die Wohnkosten pro Wohneinheit in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesunken sind. Insgesamt hat sich dadurch die Marge deutlich verbessert und so hat auch tatsächlich Vonovia sich dafür entschieden, in den letzten Jahren die Aktionäre sehr, sehr stark zu belohnen. Nicht nur mit den Aktienkursgewinnen, weil der Aktienkurs so stark gestiegen ist, sondern auch natürlich mit der erhöhten Dividende. Man konnte halt sehen, dass die Dividende jedes Jahr erhöht wurde. Das heißt, es lief in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr gut für Vonovia. Das konnte man auch tatsächlich daran erkennen, dass zum Beispiel ungefähr 99,9% der Bruttomieten auch wirklich vereinnahmt wurden und auch insgesamt der Trend für Vonovia sehr, sehr positiv ausgesehen hat, weil wir ja auch zum Beispiel in Deutschland sehr lange niedrige Zinsen hatten, wodurch es für Vonovia sehr leicht geworden ist, auch zum Beispiel Neubauten zu erstellen und damit das Portfolio einfach nochmal deutlich zu vergrößern. Und insgesamt aufgrund des Niedrigzinsniveaus, was wir ja in Deutschland sehr, sehr lange hatten, sind natürlich die Immobilienpreise auch noch deutlich gestiegen. Und dadurch konnte man dann auch sehen, dass das Immobilienportfolio von Jahr zu Jahr zu Jahr von Vonovia dann auch an Wert deutlich dazu gewonnen hat. Das heißt, Vonovia konnte in den letzten Jahren tatsächlich davon profitieren, dass die Immobilienpreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Das heißt, das Vermögen von Vonovia selber ist sehr stark gestiegen. Zusätzlich sind aber auch die Mieten über die letzten Jahre gestiegen. Vonovia hat auch die Mieten deutlich nach oben angepasst, wodurch die dann auch auf der anderen Seite sehr stark profitieren konnten. Hier ist es ganz wichtig zu wissen, Vonovias Kerngeschäft sind tatsächlich Vermietungen. Das heißt, wenn man sich das einmal anschaut, dann wird man sehen können, Vonovia handelt nicht so viel mit Immobilien. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Vonovia erstellt Immobilien oder kauft diese auf, um dann am Ende des Tages diese zu vermieten. Wenn man sich das alles so anhört und anschaut, dann möchte man schon fast gar nicht verstehen wollen, warum überhaupt der Aktienkurs so stark eingebrochen ist. Denn eigentlich haben wir ja hier ein sehr, sehr stabiles Geschäft, einen wirklich positiven Trend über die letzten Jahre.
Und man fragt sich einfach, was ist passiert, das diesen extremen Einsturz gerechtfertigen könnte. Und jeder von euch, der sich mit Immobilien befasst, beziehungsweise auch versteht, wie die Makroökonomie funktioniert, weiß natürlich ganz genau, was passiert ist. Und genau das werden wir jetzt hier einmal besprechen. Denn wir haben alle mitbekommen, aufgrund der hohen Inflation haben die Notenbanken angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Für uns ist jetzt hier entscheidend, dass die EZB angefangen hat, den Leitzins zu erhöhen. Denn aufgrund dieser Leitzinserhöhungen sind auch irgendwann die Zinsen für Baudarlehen in Deutschland deutlich gestiegen. Dadurch sind tatsächlich bei Vonovia neue Risiken entstanden und es ist etwas sehr, sehr Interessantes in der Bilanz von Vonovia passiert, was auch den Einsturz tatsächlich ganz genau erklären kann. Hier ist es auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass Vonovia in den letzten Jahren natürlich sehr stark profitiert hat von den niedrigen Zinsen. Das Immobilienportfolio ist durch die Decke gegangen und anhand dieses Immobilienportfolios, weil das auch immer in der Bilanz ausgewiesen wird, konnte man auch deutlich höhere Gewinne pro Aktie ausweisen. Jetzt in den letzten Quartalen, weil die Zinsen sehr, sehr stark gesunken sind, musste man auch logischerweise Anpassungen bei diesem Immobilienportfolio dann eben tätigen. Das heißt, die Bewertung des Immobilienportfolios musste angepasst werden. Wenn wir uns jetzt wirklich mal die Bilanz anschauen, dann werden wir natürlich feststellen können, okay, wir haben ein negatives Periodenergebnis, die Gewinne pro Aktie sind negativ ausgefallen. Und hier kommt gleich der entscheidende Punkt, denn wir haben zum einen ganz klar, was viele schon erwartet haben, höhere Materialkosten, wir haben höhere Personalkosten, wir haben höhere Zinsaufwendungen, alles vollkommen richtig, haben wir alle dieses Jahr schon verstanden. Aber viel wichtiger ist tatsächlich der Punkt, Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der Vonovia jetzt in den letzten Quartalen so ein wenig das Genick gebrochen hat, denn dieser fällt extrem negativ aus und drückt logischerweise damit die Gewinne pro Aktie und auch insgesamt das Ergebnis in den negativen Bereich. Womit hängt das zusammen? Nun ja, das ist einfach die Bewertung, die tatsächlich am Ende des Tages Vonovia auf das eigene Immobilienportfolio legen muss und das wird dann immer jedes einzelne Quartal dann angepasst, je nachdem, wie das Immobilienportfolio dann eben ausfällt. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann kommt man jetzt natürlich sehen, dass das Immobilienportfolio jetzt vom Wert her dann erstmal nach unten gegangen ist. Und das muss man dann auch eben in dieser Bewertung berücksichtigen. Das heißt jetzt aber, dass diese Immobilien logischerweise immer noch im Portfolio von Vonovia sich befinden. Das heißt, diese Immobilien sind jetzt nicht verkauft, das darf man jetzt nicht verwechseln oder sowas, sondern diese Immobilien sind immer noch im Portfolio von Vonovia. Und sollten Immobilienpreise wieder steigen, dann würde dort auch wieder ein anderer Wert ausgewiesen werden. Und damit könnte man logischerweise wieder mit den Gewinnen pro Aktie in den positiven Bereich rutschen. Aber hier kann man dann schon zum einen verstehen, okay, der erste Grund sind dann diese Investment Properties, weil man diese bewerten musste, das ist extrem negativ ausgefallen und deswegen haben wir jetzt ein negatives Ergebnis und das erklärt dann auch den Einbruch der Aktie. Zusätzlich hat Vonovia natürlich auch einiges an Schulden, weil diese Immobilien im Normalfall finanziert werden müssen. Und da man jetzt nicht genau weiß, wie hoch Zinsen jetzt noch steigen werden und wie lange dieses hohe Zinsniveau noch bleiben wird, mussten Investoren logischerweise ihre Erwartungen noch einmal anpassen bezüglich der Risiken zu Vonovia, denn da könnte natürlich noch einiges auf uns zukommen und daher ist der Aktienkurs dann so stark eingebrochen. Das heißt, dieser Einbruch bei der Vonovia-Aktie, um es simpel auszudrücken, hat wirklich nur etwas mit der Zinspolitik der Notenbanken zu tun und nichts mit dem Hauptgeschäft von Vonovia, also der Vermietung von Immobilien. Ganz im Gegenteil, die Vermietung von Immobilien wird ja sogar von dieser Krise sehr, sehr stark profitieren und dadurch wird auch Vonovia langfristig noch sehr, sehr stark profitieren, weil wir jetzt derzeit einen ganz klaren Trend in Deutschland erkennen können, dass Mieten weiter nach oben steigen und auch zum Beispiel die Mietpreisbremse letztens erst abgelehnt wurde. Wer also an die Mietpreisbremse glaubt, ich denke nicht, dass das Ganze funktionieren wird, aber da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Nichtsdestotrotz, auch wenn langfristig es für Vonovia bezüglich der Mieten sehr gut aussehen wird, kurzfristig sind die von diesem hohen Zinsniveau einfach auch erfasst worden, müssen deswegen auch das Immobilienportfolio neu bewerten. Es kann sogar sein, dass über die nächsten Quartale das Immobilienportfolio weiterhin nach unten sinken wird, weil die Immobilienpreise weiter nach unten sinken werden. Und dadurch kann es auch weiterhin sein, dass ein gewisser Druck auf der Aktie dann eben bleibt. Hier wird es wichtig sein, als Investor dann selbst zu entscheiden, wann geht man von Zinssenkungen aus, beziehungsweise von einem Stopp der Zinserhöhungen? Denn dann kann man auch davon ausgehen, dass wir auch eine Stabilisierung sehen werden in dem Immobilienportfolio von Vonovia. Und wenn das Immobilienportfolio dann wieder hoch bewertet wird oder höher bewertet wird, kann man auch davon ausgehen, dass auch logischerweise die Aktienkurse damit auch steigen werden.
Was trotzdem auch erstmal so bestehen bleibt, ist natürlich das gewisse Risiko, was wir in der Zukunft vielleicht sehen werden, wenn dann Finanzierungen auslaufen. Und damit kommen wir schon zu der Zukunft von Vonovia. Also wie könnte sich jetzt Vonovia in den nächsten Quartalen und Jahren auch weiterentwickeln? Bevor wir jetzt einmal auf die Finanzierungen eingehen, ist es hier auch wichtig zu schauen, okay, was machen denn die Insider? Wie sehen die Prognosen der Wall Street Analysten aus? Also die Insider sind tatsächlich sehr bullish, die kaufen hauptsächlich Vonovia, sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite, die Wall Street Analysten sind ein bisschen gespaltener Meinung. Bei den durchschnittlichen Prognosen geht man zwar immer noch davon aus, dass sehr, sehr viel Rendite drinsteckt in Vonovia. Bei den niedrigsten Prognosen geht man aber allerdings davon aus, dass die Aktie eigentlich alles, was sie jetzt dazu gewonnen hat, wieder abgeben müsste. Finde ich auch sehr interessant, vor allem wenn wir uns gleich nochmal berechnen werden, wie man Vonovia zum Beispiel bewerten könnte. Nichtsdestotrotz geht man davon aus, dass man sich erstmal in so einem stabilen Umfeld bewegen wird, was zum Beispiel den Umsatz angeht, was die Nettogewinne angeht. Also man erwartet da jetzt nicht eine extreme Steigerung über die nächsten Quartale und Jahre, sondern das Ganze soll erstmal so ein bisschen nach unten schmelzen beziehungsweise halt einfach stabil bleiben. Da wird es dann halt eben entscheidend sein, weil zum Beispiel beim Thema Umsatz Vonovia bisher jedes Mal geschafft hat, die Erwartungen der Wall Street Analysten zu übertreffen, ob die es auch weiterhin so beibehalten werden, dann kann man dann auch eben mit Kurssprüngen rechnen. Und wie vorher schon erwähnt, wird es natürlich wichtig sein und das könnte die ganzen Erwartungen und Prognosen komplett verändern, wie dann die Notenbanken bezüglich der Zinsen entscheiden werden. Für uns ist jetzt auf jeden Fall wichtig, wenn wir uns so die Finanzierungen von Vonovia anschauen, wie sind die jetzt Stand heute finanziert, dann haben die natürlich einen gewissen Mix zwischen langfristigen Finanzierungen und kurzfristigen Finanzierungen. Das Schöne daran ist, Vonovia selber konzentriert sich darauf, erstmal Liquidität zu schaffen, damit die jetzt keine Probleme haben. Das heißt, es werden auch kleine Teile von Immobilienportfolios abgestoßen. Es werden halt eben teilweise Immobilien verkauft, damit Liquidität geschaffen wird. So hat auch zum Beispiel Vonovia über die nächsten Jahre erstmal Stabilität. 2025 muss man sich das Ganze dann nochmal anschauen, wenn einige Finanzierungen auslaufen und ein ganz, ganz großer Teil der Finanzierungen läuft aber erstmal weit in der Zukunft aus und bis dahin könnte sich das Zinsniveau schon wieder komplett verändert haben. Also ich persönlich würde mir jetzt keine Sorgen machen und das ist natürlich wie immer keine Finanzempfehlung, aber dass Vonovia irgendwie pleite gehen müsste oder sowas, ich denke, da ist ein sehr, sehr gutes Management, was ganz genau die Risiken einschätzen kann und das Ganze auch sehr leicht umgehen wird. Bei Vonovia selbst wurde in einer der letzten Präsentationen auch die Strategie veröffentlicht, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Hier geht es um die etablierte 4+2 Strategie, die auch weiterhin für Vonovia relevant ist. Hier geht es zum Beispiel um sowas wie Property Management, also effiziente Bewirtschaftungsplattform. Insgesamt haben wir ja gesehen, Kosten pro Wohneinheit bei Vonovia sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gesunken, also perfekt. Dann auch Thema Finanzierung, diversifiziert und mit langer Laufzeit, also schon ein paar sehr, sehr wichtige Punkte. Aber was für uns selber, für Investoren sehr viel entscheidender ist, ist einmal das Thema Akquisitionen. Das heißt, Vonovia selbst weiß ganz genau, okay, wie sieht es denn jetzt derzeit aus mit den Zinsen? Sollte man jetzt vielleicht noch weiter irgendwelche Akquisitionen tätigen oder nicht? Die sagen, okay, ist ausgesetzt. Genau das gleiche Thema auch bei der Expansion in ausgewählte europäische Märkte. Das Ganze wird auch erstmal ausgesetzt. Und da muss ich ganz klar sagen, für mich persönlich scheint das doch ein sehr, sehr gutes Management zu sein, was sehr schnell auf dieses Thema reagiert hat. Denn das größte Problem von Vonovia ist, die haben ein stabiles Geschäft, was aber logischerweise auch dann sehr, sehr langsam nur reagieren kann auf diese Veränderungen bei der Makroökonomie. Dementsprechend werden die dann auch teilweise sehr, sehr schwer davon getroffen. Aber dennoch, die ersten Schritte, die hier eingeleitet werden, sind für mich persönlich sehr, sehr einleuchtend, dass man dann sagt, okay, Akquisitionen sind ausgesetzt, Expansion ist erstmal ausgesetzt und man konzentriert sich selber auf das Thema Liquidität und schaut sich dann eben an, dass die Finanzierungen erstmal alle komplett gesichert sind. Von meiner Seite aus, was das Management angeht, die Umsetzung angeht, alles tatsächlich perfekt, aber das ist ja auch immer nur eine sehr, sehr subjektive Meinung. Und wenn ich mir auch insgesamt jetzt derzeit den Trend in Deutschland anschaue, also wie sieht denn der aktuelle Trend aus, wie viel Wohnraum wird zum Beispiel in Deutschland benötigt, also zum Beispiel auch das Ziel der Bundesregierung, das kann man sich dann auch anschauen, aber auch insgesamt das natürlich, was die Leute dann auch benötigen, also das Ziel der Bundesregierung muss sich dann nicht mit der echten Zahl decken, aber am Ende des Tages die Genehmigung und die Fertigstellungen sind noch nicht mal annähernd da, wo man sie dann eben braucht. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass die Nachfrage weiterhin deutlich höher sein wird als das Angebot, was immer zur Folge hat, dass wir höhere Preise sehen werden. Ob das dann höhere Immobilienpreise sind oder höhere Mietpreise, sei mal dahingestellt. Aber am Ende des Tages beim Thema Immobilien werden wir langfristig höhere Preise sehen müssen. Und um das Ganze als Investor besser einschätzen zu können, müssen wir natürlich am Ende des Tages auch eine Bewertung durchführen.
Und Vonovia ist ja zum Beispiel jetzt derzeit an der Börse ungefähr 20 Milliarden Euro wert. Also das ist einfach nur ein ungefährer Wert. Und anhand diesen Wertes können wir auch selber eine Prognose aufstellen, wie sich vielleicht der Aktienkurs jetzt weiterentwickeln könnte, ob das Unternehmen unterbewertet ist oder nicht. Dazu, wie gesagt, nehmen wir einmal hier die Marktkapitalisierung, die aktuell jetzt steht, 20 Milliarden. Wir wissen zum Beispiel, dass der Immobilienbestand von Vonovia ungefähr jetzt derzeit 88 Milliarden beträgt, weil er in den letzten Monaten sehr, sehr stark gefallen ist. Hier ist es auch wichtig zu wissen, wie Vonovia die Immobilien bewertet, denn es gibt auch zum Beispiel ganz bestimmte Multiplikatoren bei Immobilien, die man anwendet auf die Jahresnettokaltmiete, um dann einen bestimmten Wert dann rausziehen zu können. Immobilien werden zum Beispiel anders bewertet als Aktien. Also ich selber arbeite ja im risikorelevanten Kreditgeschäft bei Immobilien und weiß dann auch ganz genau, wie die bewertet werden. Auf jeden Fall, um das alles simpel zu halten, Vonovia selbst hat zum Beispiel einen Multiplikator von ungefähr 26, 27 angewendet, um die Immobilien dann zu bewerten. Was ich persönlich ganz ehrlich als eher hoch erachte. Hier muss man natürlich auch ein bisschen schauen, wo die Immobilien von Vonovia liegen. Haben wir ja vorher festgestellt, eher zentral in großen Städten, okay. Aber dennoch, um das Ganze ein bisschen sicherer anzugehen, können wir hier auch einen Abschlag tätigen von ungefähr 20-25%. Wenn wir dann diesen Abschlag getätigt haben, können wir am Ende des Tages sagen, okay, ungefähres Immobilienportfolio, also der Wert des Immobilienportfolios von 66 Milliarden Euro, dann haben wir quasi einen gewissen Puffer drin. Dann müssen wir uns logischerweise die Verschuldung anschauen, denn das ist ja jetzt nicht alles irgendwie komplett Kapital, weil alle Immobilien abbezahlt sind. Nein, Vonovia hat ja auch Schulden. Die Nettoverschuldung aktuell, Stand heute, ist bei ungefähr 41 Milliarden Euro. Das heißt, wenn wir das einmal abziehen, dann kommen wir auf eine Differenz von ungefähr 25 Milliarden. Und das bedeutet für mich persönlich, am Ende des Tages müsste eigentlich die Vonovia-Aktie eine Marktkapitalisierung von 25 Milliarden ausmachen, mindestens anhand dieses Immobilienportfolios, je nachdem, wie man dann subjektiv einen Abschlag dann eben tätigt oder nicht. Aber wenn man das dann berücksichtigt, dann hätte man jetzt bei der Aktie noch ungefähr 25% Rendite. Das heißt, laut dieser Berechnung könnte die Vonovia-Aktie in den nächsten Monaten, Quartalen noch um ungefähr 25% steigen. Das Ganze muss logischerweise nicht immer eintreffen. Wenn wir uns jetzt hier zum Schluss dann nochmal den Chart der Vonovia-Aktie anschauen, dann werden wir hier auf jeden Fall feststellen, dass wir genau irgendwann hier 2023 im März ein Tief gefunden hatten. Seitdem bilden wir einen sehr, sehr interessanten Trend. Ich selber bin tatsächlich hier irgendwo im Juni, als wir diese Linie hier angetestet haben, eingestiegen, bin dann aber relativ schnell hier wieder ausgestiegen, weil hier schon die erste Durchschnittslinie als Resistance gekommen ist. Das ist die 50-Tage-Durchschnittslinie und wir haben ja hier generell viele Preisreaktionen gesehen. Deswegen habe ich gedacht, okay, einfach Profite mitnehmen. Nichtsdestotrotz, der Kurs ist zwar eingebrochen, aber sofort hier wieder nach oben gebounced und weiter gestiegen. Jetzt, Stand heute, sieht es so aus, als würde sich die 100-Tage-, die 50-Tage-Durchschnittslinie bald kreuzen. Und wir kommen auch langsam, wenn man sich so die Kurven mal anschaut, in einen deutlich positiveren Bereich bei den Linien. Das heißt, das Ganze kurvt sich jetzt so ein bisschen nach oben. Generell, das letzte Mal, wo sich die Linien hier gekreuzt hatten, hatten wir dann quasi die Einläutung des Bärenmarktes. Seitdem konntet ihr auch sehen, dass wir immer wieder Lower Highs gebildet haben. Das heißt, tiefere Hochs wurden hier gebildet. Und was jetzt für mich persönlich auch sehr, sehr interessant wird, ist jetzt das nächste Level, was die Vonovia-Aktie erreichen wird. Und ich persönlich würde mir auch genau dieses Level anschauen als Investor, denn wir haben hier zum einen die 200-Tage-Durchschnittslinie, die auf jeden Fall als Resistance fungieren wird. Und zum anderen haben wir hier einige Preisreaktionen. Das wird alles miteinander kollidieren und kann durchaus den Kurs erstmal wieder nach unten drücken, bevor wir dann vielleicht dann wieder hier irgendwo Support finden und der Kurs dann wieder nach oben steigt. Also das heißt, man befindet sich jetzt schon eher in einem Segment, wo es auch durchaus risikoreicher sein könnte. Es kann meiner persönlichen Meinung nach durchaus sein, dass wir hier bessere Einstiege bekommen werden, als die wir jetzt heute haben. Aber es muss nicht mehr so unbedingt kommen, dass wir hier das Tief aus März 2023 durchbrechen werden. Nichtsdestotrotz wird das auch weiterhin bestimmt werden von der Zinspolitik der Notenbanken. Auf jeden Fall, wenn wir uns das halt noch einmal anschauen, kurzfristig, wie sich der Kurs entwickeln könnte, dann sehen wir auch beim RSI-Indikator, wir sind hier im Überkaufbereich oder nahe dem Überkaufbereich. Wir bewegen uns jetzt derzeit quasi in so einer Seitwärtsbewegung, während der Kurs eigentlich nur wartet, auf diese Resistance-Linien hier einzutreffen. Wäre für mich persönlich, wie gesagt, ist ja eh alles nur meine Meinung und Entertainment, aber kein guter Einstiegspunkt. Ich würde eher warten, dass wir vielleicht hier diesen Support nochmal antesten mit den Durchschnittslinien.
im besten Fall vielleicht sogar hier diese Trendlinie, das wäre natürlich noch deutlich besser. Aber ob das Ganze dann eintreffen wird oder nicht, weiß man natürlich nie. Auf jeden Fall hätte man aber zum Beispiel, das habe ich auch schon anhand so vieler Aktien euch gezeigt, hier auch wissen können, dass man irgendwann hier im März oder auch vielleicht später einen sehr, sehr guten Einstiegspunkt bekommt für die Vonovia-Aktie, weil wir hier auch eine positive Divergenz hatten beim RSI-Indikator. Das heißt, man konnte ganz klar erkennen, der Kurs ist zwar gefallen, die Marktstimmung ist aber langsam positiver geworden. Man hätte hier zumindest ein gewisses Risiko eingehen können, weil die Downside nicht mehr so hoch gewesen ist wie die Upside. Und genau das haben wir gesehen. Für mich wird auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend sein zu sehen, ob wir es schaffen werden, dieses Top hier zu durchbrechen. Denn Stand heute haben wir immer noch eine ganz klare Struktur, dass wir jetzt derzeit diese tiefere Hochs bilden. Sollten wir das nicht durchbrechen können, dann sind wir immer noch in einem Downtrend. Und dann kann es durchaus sein, dass der Aktienkurs doch weiter nach unten schmilzt, weil dann halt zum Beispiel Zinserhöhungen nicht vorbei sind und so weiter und so fort. Sollten wir das hier durchbrechen, dann kann man auch davon ausgehen, dass dieses Tief erstmal nicht mehr erreicht wird. Was über die nächsten Jahre und Jahrzehnte passiert, weiß man ja eh nie. Aber kurzfristig ist das Ganze schon sehr, sehr bullig. Ich persönlich kann dir jetzt zwar natürlich keine Finanzempfehlung geben, aber meine Meinung hier mit dir teilen. Und ich kann sagen, ich gehe davon aus, dass Vonovia locker in den nächsten Jahren die Allzeithochs wieder durchbrechen wird. Ich gehe auch davon aus, dass der Immobilienmarkt sich wiederholen wird. Hier ist es ganz wichtig, für sich selbst zu entscheiden, woran man glaubt. Denn es gibt im Internet super viele Analysen, Prognosen, Erwartungen, wie sich Immobilienmärkte oder Aktien weiterentwickeln werden. Man muss sich dann für eine Analyse entscheiden und dann eben anhand dieser seine eigene Meinung bilden. Dann kann man auch sehr, sehr gute Investmententscheidungen treffen. Ich denke, Immobilienmarkt wird sich sehr, sehr gut erholen und ich denke dann, Vonovia wird sehr stark von diesem gesamten Trend profitieren, weil ja auch unter anderem die Mieten jetzt schon sehr, sehr stark gestiegen sind. Vonovias Management hat meiner persönlichen Meinung nach alles richtig gemacht. Bei der Finanzierungsstruktur mache ich mir persönlich da jetzt keine Sorgen. Sieht alles vollkommen normal aus. Jederzeit kann ja irgendwas passieren bei jedem Unternehmen. Aber bei Vonovia, so wie das Management hier reagiert hat, sieht alles für mich persönlich sehr, sehr gut aus. Man sieht ja auch zum Beispiel, die Insider kaufen fleißig nach und auch insgesamt die Struktur der Investoren bei Vonovia. Da sind auch sehr bekannte Namen mit dabei. Also das heißt, da ist jetzt nicht einfach nur ein Haufen an Kleinanlegern, die in Vonovia investiert sind, sondern Leute, die sich auch ein bisschen mit diesem ganzen Thema auskennen und die dann auch gut einschätzen können, wie sich der Immobilienmarkt über die nächsten Jahre entwickeln wird. Ich gehe also davon aus, dass kurzfristig, ich für mich persönlich chartanalytisch gesehen, eher ein Kurs da ist, der zu hoch ist und ich würde eher auf diesen perfekten Einstieg warten. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ich versuche ja immer den perfekten Einstieg zu bekommen. Am Ende kriegt man dann eh nicht, das kann ich auch schon dazu sagen, aber versuchen kann man es ja. Aber dennoch, die Allzeithochs, die gehe ich davon aus, werden in den nächsten Jahren durchbrochen. Du kannst mir wie immer mal deine Meinung in die Kommentare reinschreiben. Was hältst du von Vonovia? Sagst du Schrottunternehmen, gutes Unternehmen, investiert, nicht investiert? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Und generell, wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, mich damit kostenlos unterstützen und diesen Kanal abonnieren mit Glocke.